Smoking, I pouring up. Keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus unserem Hotelzimmer in London. Wir sind gestern Abend angekommen und haben uns hier schon wunderschön eingenistet. Wir wurden von Puma eingeladen auf ein richtig cooles Event, denn wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, dürfen wir heute ein bisschen Zeit verbringen mit dem One and Only Weltmeister in Formel 1, Lewis Hamilton. Mein Baby ist leider immer noch ein bisschen krank. Du hast wirklich 360 Grad kassiert. Immer noch. Ich bin jetzt gerade, ich glaube, es wird Tag zu Tag schlimmer gerade. Aber ja, wir sind hier in einem wunderschönen Hotel und ich crack hier im Bett rum. Aber ich habe Grippostat am Start. Vicmedi Night, volles Programm, Ibo. Also ich hoffe, ich überstehe den heutigen Tag irgendwie. Ich bin voll aufgeregt, weil wir sind ja nicht die Einzigen hier. Sind auch noch die ein, zwei andere Influencer am Start. Aber die seht ihr dann später noch im Video. Und jetzt würde ich sagen, erstmal was frühstücken, ein bisschen stärken. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück im Hotelzimmer und ich muss ja sagen, ey, ich bin wirklich überwältigt von dem, was die hier auf die Beine gestellt haben. Es ist krass, wie kreativ und vielfältig dieses Hotel aufgebaut ist. Und jetzt fängt so langsam an, die Nervosität hochzufahren. Wir haben jetzt eine ganz kurze Pausephase und werden dann gleich losziehen und dann Lewis Hamilton treffen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn treffen darf, aber du darfst ihn auf jeden Fall treffen. Auf jeden Fall, oder nicht? Du hast noch mit den zwei anderen Influencern. Vielleicht zecke ich mich irgendwie ein. Wie einige von euch mitbekommen haben, arbeiten wir ja mit Natural Mojo zusammen. Und selbstverständlich haben wir auch hier in London unsere wichtigsten Natural Mojo Produkte am Start. Was auch ganz gut ist, wir sind ja Vegetarier und achten wirklich drauf, dass wir alle Stoffe zu uns bekommen. Deswegen trinken wir jeden Tag so einen Daily Green Shake. Es gibt ganz verschiedene Daily Greens. Jetzt zum Beispiel trinken wir True Beauty. Das ist eigentlich eher für Frauen, glaube ich, weil es für reine Haut, für gesunde Haare und für gesunde Nägel ist. Aber da wir beide ja ein bisschen unter unreiner Haut leiden, ist das auch gut für Baby. Ich dachte gerade, wenn man uns beide jetzt mal rein vom Äußerlichen betrachtet her, sollte ich wohl eher den Beauty-Tee trinken. Nein, das ist kein Tee. Halt die True Beauty in mir erwecken. Dann haben wir noch so ein Schokodream, das ist mein Lieblingskakao. Ich vertrag nicht so normale Milch und ich liebe Hafermilch oder Mandelmilch. Und das kann man richtig gut mit Mandelmilch zubereiten. Und es hat sehr viel Vitamin C und hält dich wach. Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit Kaffee trinken. Das ist ganz geil. Darf nicht fehlen. Und dann haben wir noch so ein Fit Chocolate Shake dabei. Das hat sehr, sehr viele Proteine. Der Cheng nimmt das zusätzlich zu seiner Ernährung. Und ich zum Beispiel verzichte dann auf mein Abendbrot. Und dann trinke ich nur so einen Shake, weil das super sättigt und ja, auch mega lecker ist einfach. Speziell für uns, weil wir ja so extrem viel unterwegs sind, ist Natural Mojo schon ein täglicher Begleiter geworden. Wir haben es eigentlich immer dabei. Für die Leute, die auch viel unterwegs sind, die wissen, es ist relativ schwierig, wenn man an den entlegensten Orten auf dieser Welt ist, halt wirklich immer all das zu sich zu nehmen an Nährstoffen und Nährwerten, die der Körper halt benötigt. Und ja, dementsprechend... So muss man auch nicht drauf achten, ne? Meinst du mit drauf achten? Wenn man essen geht, dann man einfach, ne? Weil gerade wenn wir immer auf Reisen sind, das ist halt mega schwierig und so ballern wir uns so einen Shake, noch ein paar Daily Greens und uns geht's gut. Am allercoolsten finde ich tatsächlich, dass wir über diesen Kakao, man muss sich nicht mehr über viel Energy Drinks oder sowas einflößen. Man trinkt den Kakao und man hat wirklich die Anregung der Konzentration und des Fokuses. Ich sitze da und kann mich auf eine Sache konzentrieren. Man kennt das ja so bei kreativen Leuten, die so einen leichten Sprung in der Schüssel haben, machen immer alle Sachen auf einmal. Und das tut auf jeden Fall richtig gut. Und wir haben natürlich für euch einen Code mit Chibo25, bekommt ihr 25% auf das komplette Sortiment von Natural Mojo. Also ihr könnt euch austoben. Wir verlinken euch auch einmal den Link zur Seite natürlich in der Infobox. Viel Spaß! So, wir treffen uns in 5 Minuten unten in der Lobby. Was werden wir gleich machen? Oh, ja,
nicht reden, einfach mit mir. Smoking, I pouring up, keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it book. Everybody wanna bow, I let brows at the mall. If he up, watch him fall, I can fuck with y'all. Pussy ass hoe niggas, I can fuck with y'all. Bitches all up in my business, I can fuck with y'all. Industry counterfeits, I can fuck with y'all. Taking off when you landing, bitch niggas gonna throw tantrums and I'm dancing on them stars. The galaxy ain't got room for y'all, ain't nothing gonna happen soon for y'all. While I'm here and every day I hear your bullshit, self pity, reason why you never dealt with me, reason why your girl dealt with me. Hands up in the building, we get busy and say, yep, that's exactly what this sound like. A to the A to the L-I-Y. A-H, give it up 2 times. Then give it right back, don't blow my high. Smoking, I pouring up, keep that lean up in my cup. All my car got leather and wood in my hood, we call it book. Everybody wanna bow, I let brows at the mall. If he up, watch him fall, I can fuck with y'all. Pussy ass hoe niggas, I can fuck with y'all. Bitches all up in my business, I can fuck with y'all. Industry of counterfeits, I can fuck with y'all. Look at my life to look at yours. Get some ambition, why you bored? Time will never wait on no man. Society will never hold your hand. Das Event ist vorüber und es war richtig cool. Also es waren extrem viele Leute da. Ein bisschen stressig, weil wir zeitlich ein bisschen eingebunden waren. Aber Lewis Hamilton ist ja wirklich einer der sympathischsten Menschen überhaupt. Und natürlich auch super cool, dass wir die neuen Ignite Flash von Puma direkt anprobieren und damit trainieren konnten. Hat super viel Spaß gemacht. War ein Bomben-Event. Und warum sind wir hier schon wieder fresh angezogen? Und mein Baby ist wunderhübsch. Vor dem Spiegel macht sich noch hübscher. Was passiert? Was haben wir vor? Wir gehen jetzt Sushi essen. Sushi? Ja, mit der Puma Family. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen schminken. Ja, Chibu-Style natürlich. Aber du siehst auch richtig fresh aus, Baby. Ist das so? Ja, gefällt dir? Du hast dieses Outfit ausgesucht. Okay. Darauf ist sie noch selbstlob wieder einmal, aber okay. Ja, was ich an diesem Hemd eigentlich ganz cool finde, ist, es hat einen sehr asiatischen Touch. Ja. Dadurch, dass es so lang ist und weil es verknittert ist. Ne, etwas. Nur wegen dem Kragen. Und weil der Kragen halt über 2 Knöpfe hier noch den Hals hochgeht. Es ist so ein bisschen Ip Man-Style, oder? Ich finde aber, durch die Schminke kann man echt gut dieses kranke Face vertuschen. Also dafür, dass ich todeskrank bin, haust du dir ein bisschen Spachtelmasse drauf und schon kannst du wieder... Darf nur nicht den Mund aufmachen. Das ist die Bazilskis am besten mal da. Let's see what sushi we gonna get. Die Location ist auf jeden Fall echt cool, da wo wir gleich essen gehen. Ja? Cool. Instagram würdig? YouTube. Wonder what's behind them Ray-Bans. Eyes of a coward, I understand. Niggas like the gossip like bitches. Sip down Perignon, when we finish we say äußerst vorzügliches Essen. Genau, wir waren nämlich im Sushi-Samba. Aber man durfte keinen Samba tanzen. Das schon, aber wir durften leider nicht filmen. Ja, obwohl das wirklich eine Traumlocation war. Wunderschön. Wir haben ein paar Fotos gemacht, die kann man vielleicht jetzt einblenden. Das Essen war auch übertrieben lecker. Das ist auch der Grund, warum ich so voll bin und es mir so schlecht geht, weil die einfach nicht aufgehört haben, noch mehr zu bringen und noch mehr Teller hinzustellen. Ich habe schon sehr gut verteilt an meine Leute um mich herum. Aber deine Viren verteilt, meinst du? Wir waren im 40. Stock? Ich weiß es nicht. Ey, wir waren wirklich so weit oben und hatten einen richtig schönen Ausblick über London. Ja, und jetzt abschließend können wir sagen, es war ein wundervoller, sehr kurzer Aufenthalt leider in London. Aber bleibt uns natürlich wieder sehr schön in Erinnerung. Danke auch nochmal an Puma, danke an
Lewis Hamilton, für deine Zeit. Hat richtig viel Spaß gemacht. Heftiger Typ allein schon, muss man ja wirklich sagen. Der hat ja nicht nur mit Cheng trainiert, der hat erstmal mit 120 Menschen da trainiert. Okay, übertreibe, aber bestimmt mit 20, 25 anderen Influencern erstmal einen Workout gemacht, wo du dir denkst so, der arme Junge, der muss doch fertig sein. Und vor allem bei ihm sah das einfach die ganze Zeit aus, als würde er gerade tanzen, als würde das richtig entspannt für ihn sein. Ich hab ja noch am Smilen, mega professionell. Ja, das Krasse, ich habe ja ganz am Anfang bei der Introduction zugehört und er hat so ein bisschen erzählt, als Formel-1-Fahrer bist du ja Leistungssportler durch und durch. Auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt. Autofahren, klar, du musst eine intensive Konzentration und so weiter aufweisen. Aber letzten Endes, da sind ja so krasse Gehkräfte, die auf deinen Körper einwirken. Du musst top, top fit sein. Und er hat gesagt, er trainiert auch viel, aber halt nicht auf Masse. Darf er gar nicht, weil er darf letzten Endes nur 68 Kilo wiegen, glaube ich. Er wiegt nur 68 Kilo, einfach damit der Wagen nicht langsamer wird. Das sind so perfekte Maße, auf die er seinen Körper zuschneiden muss, damit der Wagen auch fährt. Und er trinkt zum Beispiel vor einem Rennen erstmal 5 Liter Wasser oder so, ne? Weil er das alles wegschwitzt, ne? Das ist auch heftig. Morgen geht es zurück. Ja. Nach Köln. Ja. Hä? Das war schon wieder so ein Blick. Da passiert irgendwas. Nee, ich habe überlegt, machen wir irgendwas? Aber nein, ich freue mich. Falls euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne ein Däumchen, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr die 2-3 Tage nicht mehr warten könnt, bis dieses Video immer geschnitten ist, dann folgt uns gerne auf Instagram, denn da seid ihr mal live up to date. Dann sehen wir uns im nächsten Video, liebe Freunde. Stay positive und Tschüssikowski. Good night. Look at my life and look at yours. Get some ambition while you bored.